Also, wie lange dauern diese unerhörten Zustände? Wie lange dauert der Anfang der Wehen, ja, dass wir der Drange preisgegeben werden? Wie lange dauert dann diese Zeit der Bedrängnis mit der großen Trübsal? Wie lange dauert das? Eine Zeit, lesen wir in Daniel 12, Vers 7, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Okay, wir reden hier also von 3,5 Jahren. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit ist 3,5. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des Heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Nun, 3,5 Jahre, warum Jahre? Warum nicht Wochen? Warum nicht Monate? Aber lass uns einfach weiterlesen. Daniel 12, Vers 11, da heißt es, und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Groll der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Also, wirklich Konzentration, verstehe diesen Vers, von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Groll der Verwüstung aufgestellt wird, ja, also wo der Antichrist im neu erbauten Tempel das Opfer abschaffen wird und den Groll der Verwüstung aufstellen wird, sich als Gott ausgeben wird, der Antichrist ist natürlich jemand, den die Juden erstmal mögen werden. Denn er wird in seinem eigenen Namen kommen, es wird dieser großartige Herrscher sein, den die Juden annehmen werden. Weil die Juden erwarten einen Messias, der nicht Gott ist. Die Juden erwarten als Messias tatsächlich einen weltlichen Herrscher. Für sie wird das der Messias sein, der Antichrist. Aber dieser Antichrist wird sich dann tatsächlich gegen sie wenden, wird Jerusalem zerstören. Er wird das beständige Opfer beseitigen, den Groll der Verwüstung ausgeben, sich selbst als Gott ausgeben. Und er hat die Juden quasi nur ausgenutzt, könnte man sagen. Und also von der Zeit, da das beständige Opfer beseitigt, der Groll der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Also von dem Beginn des Grolls der Verwüstung dann bis ganz zum Ende sind es 1290 Tage. Wohl dem, liest weiter Daniel 12, Vers 12, wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt, du darfst nun ruhen und wirst eins auferstehen zu deinem Erbteil am Ende des Tages. Lass uns das jetzt verstehen zusammen. Matthäus Kapitel 24, Vers 13. Ich hoffe, du hast dich dran erinnert. Da hieß es, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, nicht wahr? Was haben wir hier gelesen? Daniel 12, Vers 12. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Also, wann kommt Jesus wieder? Nach dem Gräuel der Verwüstung, nach der großen Trübsal. Das heißt, die 1335 Tage, wohl dem, der ausharrt, ja, der eben ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, wohl dem, der ausharrt, 1335 Tage erreicht. Warum wohl dem? Weil dann Jesus wiederkommt nach dem Groll der Verwüstung, nach der großen Drangsal. Also, diese 1335 Tage, wie lange gehen die? Die gehen bis zum Ende der großen Drangsal. Die gehen bis zum Ende der großen Drangsal. Deshalb heißt es wohl dem, der ausharrt, denn dann werden wir leibhaftig entrückt werden. Aber die 1290 Tage in Vers 11, sie beginnen mit dem Anfang des Grolls der Verwüstung, mit dem Anfang der großen Trübsal. Also wir haben die eine Periode, die zum Ende der großen Trübsal geht, und wir haben die zweite Periode, die mit dem Groll der Verwüstung, mit der großen Trübsal beginnt und ganz bis zum Ende geht. Also, das eine, was ich dir zeigen will hier ist, dass die 3,5, diese Zahl 3,5, ein Zeiten, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, dass es natürlich nicht Wochen oder Monate sind, sondern es sind natürlich Jahre, wenn wir hier von 1335 Tagen sprechen. Wie lange dauert also die Trübsal samt der großen Trübsal? 1335 Tage. Und das sind etwas mehr als 3,5 Jahre. Wenn wir nach dem hebräischen Kalender gehen, der hier natürlich genutzt wird, der 360 Tage hat, nicht 365 Tage, dann wäre diese Zeit von 1335 Tagen um 75 Tage länger als 3,5 Jahre. Und diese 75 Tage, die sind eben die große Drangsal. Ja, und wir haben da diese Überlappung von 1335 Tagen, die bis zum Ende der großen Drangsal gehen, wenn wir errettet werden, wohl dem, der ausharrt. Und wir haben die 1290 Tage, die zweite Periode, die anfängt mit dem Groll der Verwüstung und bis zum Ende des Zornes Gottes geht. Und wir haben diese Überlappung von 75 Tagen der großen Trübsal. Und natürlich ist das jetzt wirklich nur ein Crashkurs, den ich dir hier gebe. Das ist keine wirklich sehr detaillierte Erklärung, aber ich hoffe, dass ich dir helfe, damit diese Ereignisse besser zu verstehen, wie lange die Trübsal dauert. Wir finden hier eine eindeutige Antwort. 1335 Tage dauert die Trübsal samt der großen Trübsal.